Vor dem Geschäft will der Klimaschrecker seine zwei Taschen in den Fahrradkorb legen. Komisch, sonst war nach dem Einkaufen immer das ganze Auto vollgepackt. Doch da winkt Stektor lachend zwei Kindern zu. Schaut, da kommen Greta und Noah. Greta und Noah sind schon seit dem Kindergarten mit Klimax und Stektor befreundet. Jetzt lernen sie den aluwuschelköpfigen Klimaschrecker kennen. Weil sie gemeinsam heimgehen wollen, lassen sie das Fahrrad vom Klimaschrecker beim Geschäft stehen. Abwechselnd helfen sie ihm beim Tragen der Einkaufstaschen. Auf dem Weg fällt ihnen auf, dass die ganze Straße voller Müll ist. Klimax hat gleich eine Idee. Spielen wir doch ein Spiel. Wir sammeln den Müll ein und wer ihn richtig trennt, ist dann Mülltrennmeister. Greta erklärt, wie in ihrer Schule Müll getrennt wird. Da haben wir verschiedene Müllboxen. Eine für Plastik, eine für Papier, eine für Biomüll, eine für Restmüll, eine für Glas und eine für Metall. Da kommen auch solche Alustreifen rein, wie du sie in den Haaren hast. Der Klimaschrecker hat sofort verstanden und legt schon los. Ich bin immer der Beste beim Spielen. Die Freunde sammeln nun fleißig den herumliegenden Müll ein. Beim Sortieren muss sich der Klimaschrecker sehr anstrengen. Anfangs macht er noch nicht alles richtig, aber dann hat er es kapiert. Auch weil alle zusammenhelfen. Und das ist wichtiger, als das Spiel alleine zu gewinnen. Boah, das ist ganz schön anstrengend, stellt der Klimaschrecker fest. Wieso trennt ihr den Müll eigentlich immer? Will er dann wissen. Noah kann es erklären. Wenn wir das nicht machen, muss der Müll erst im Abfallsammelzentrum getrennt werden. Und wie du selbst gerade merkst, ist das sehr anstrengend, braucht also viel Energie. Greta weiß noch mehr. Wenn man den Müll, den man auch Abfall nennt, richtig trennt, können viele Dinge wiederverwendet werden. Aus einer Glasflasche kann man zum Beispiel wieder eine neue machen. Wenn man den Müll nicht trennt, kann man ihn nur verbrennen. Oder, was noch schlimmer ist, er landet auf riesigen Mülldeponien. In den Müllverbrennungsanlagen ist viel zu tun, denn es gibt sehr viel Müll auf dieser Welt. Und viele trennen ihn nicht richtig. Doch seit heute ist es einer mehr, der richtig trennen kann. Klimax flattert zum Klimaschrecker und gratuliert. Klimaschrecker, du bist heute echt zum Mülltrennmeister geworden. Dann schlägt er vor, wie wär's, wenn du deinen Reifen und dein Plastikleiberl ausziehst? Ich fliege inzwischen los und suche dir etwas anderes zum Anziehen, als Belohnung. Oh ja, neue Sachen, juhu, freut sich der Klimaschrecker. Sein Plastikleiberl wandert gleich in die richtige Abfallkiste. Den Reifen nimmt er mit nach Hause. Morgen wird er ihn zum Abfallsammelzentrum bringen, denn das ist Sondermüll. Das hat der Klimaschrecker auch schon gelernt.